Mein Name ist Beat Jost. Ich habe einmal Mechaniker gelernt und bin seit rund 28 Jahren Polizist. Ich habe so einen 5-Jahres-Rhythmus, auch innerhalb der Polizei. Alle 5 Jahre war ich völlig neu anders, habe etwas anderes gemacht. Und dann wollte ich noch eine Veränderung. Und jetzt bin ich der Dienstchef-Stellvertreter der Zentraldatenverarbeitung. Es ist so, dass wir mehrere Polizeikorps im ganzen Kanton Zürich haben. Und alle die Polizisten die schreiben Rapporte. Also kann man die Zeit eigentlich eingrenzen? Alle diese Informationen sind bei uns. Wir machen die Datenpflege damit und wir kopieren und weiterverschicken. Das kommt darauf an, was für ein Delikt es ist. Ist das die Staatsanwaltschaft bei Vergehen und Verbrechen oder Stadthalterämter? Und der Grund, dass wir gegen aussen noch Papier verschicken müssen, ist aus rechtlichen Gründen und aus Datenschutzgründen. Die Daten werden nachher benutzt, um Ermittlungen zu tätigen. Zu meiner Zeit ist man noch mit dem Büchlein ausgerückt. Dann ist man ins Büro und hat alles in den Computer reingetöckelt. Und was der Bürger erwartet, ist, dass der Polizist draußen ist und nicht im Büro hockt. Und das machen wir jetzt. Also ein Ermittler kann von seinem Handy ausschaffen oder er kann von seinem iPad ausschaffen. Der grosse Vorteil ist natürlich, dass man unmittelbar schon reinschauen kann, was ist an der Front vorne passiert. Und wenn es um Taten geht, die jetzt gerade laufen, wo ein Täter flüchtig ist und so, ist das extrem wertvoll. Vor allem für die Mitarbeiter, die schon viele Jahre in der zentralen Datenverarbeitung arbeiten, war das eine ganz radikale Veränderung. Also man sieht sehr oft bei Leuten aus meiner Generation, dass halt vieles abstrakteres Denken ist durch die Digitalisierung. Das ist ein anspruchsvoller Job, den die Leute haben. Die sind von morgen bis zum Abend recht konzentriert und sie schauen, ob die Informationen im System ihnen stimmen und allenfalls korrigieren. Und jetzt ist es wirklich ein IT-Job geworden. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir dann wirklich kein Papier mehr hin und her schieben. Wir suchen weiterhin elektronische Schnittstellen zu Partnerorganisationen. Das ist zum Beispiel das Institut für Rechtsmedizin. Es sind Personendaten, die im Datenschutzgesetz am meisten geschützt sind. Die müssen sicher übermittelt werden. Das heißt, Sie müssen mir einen Strafvertrag machen? Das würde ich gerne machen, ja. Heutzutage geht das alles elektronisch? Dann machen wir weiter. Dort, wo wir jetzt noch parallel arbeiten mit Papier und elektronischen Daten, damit man dann die Papierübermittlung abstellen kann. Und wir sind nahe dran, das zu erreichen. Mein Beruf und mein Hobby, das sind totale Gegensätze und die ergänzen sich von dem her super. Ich bin sehr oft in der Werkstatt und tue dort die Töpfe auseinander, wieder zusammensetzen.